Guten Tag zusammen, willkommen im Keller vom Schloss Stauffenberg in Durbach. Also hier im Keller werden die ganzen Weine vom Schloss hergestellt. Also hier können Sie die Edelstahltanks sehen im Hintergrund. Die sind gekühlt und diese Tanks werden dann die Einstiegssegment hier hergestellt und die Sektkornweine. Hier in die kleinen Barrikfässer aus Burgund werden die erste Lage und große Lage Spätburgunder ausgebaut. Ja, um ein bisschen Holz an den Wein zu bringen, ein bisschen mehr Komplexität und Haltbarkeit. So, jetzt können Sie hier im Hintergrund unsere großen Holzfässer sehen. Also diese großen Holzfässer werden unsere Ortsweine sowie Riesling, Weißburgunder und Grauburgunder hergestellt und natürlich auch Spätburgunder, Ortswein. Und im Vordergrund sehen Sie jetzt unsere 500 Liter Fässer, in dem wird unser Spätburgunder erste Lage ausgebaut. Also kleinere Gebinde, das heißt ein bisschen mehr Holzaromatik, mehr Komplexität wieder und länger Haltbarkeit natürlich. Und ja, das war's. Also hier können Sie unsere 400 Liter Fässer sehen. In diese Fässer werden unsere erste Lageweine ausgebaut, Weißwein, Grauburgunder und Chardonnay. Die werden so ausgebaut, um ein bisschen Holz zu bringen wieder und Komplexität und natürlich auch die Vielschichtigkeit, die die erste Lage brauchen. Und auch den Austausch mit dem Luft natürlich, dass die Weine kräftiger werden und dass die Weine auch besser reifen können. Und hier können Sie ein Keramikei sehen. Also das ist bei uns neu hier, seit 2 Jahren. Und in dem lasse ich dann unser Riesling GG reifen, große Lage. Und was bei dem Keramik gut ist, das funktioniert, sagen wir mal, wie Holz. Das lässt Sauerstoff durch, das macht der Wein ein bisschen weicher, ein bisschen komplexer und ja. Und natürlich ohne Holzaromatik zu geben, was wir im Riesling große Lage nicht wollen. So, das war's mit dem Keller Hinblick und der kleine Kellerbesuch. Jetzt freuen wir uns auf euren Besuch und ja, bis bald auf dem Schloss Stauffenberg. Tschüss!